Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von United, das Vereinsmagazin. Heute sind wir mal in einem Kunstverein, nämlich in dem Bielefelder Kunstverein, und schauen uns hier einmal ein paar Exponate an. Haben die wahrscheinlich bei den letzten Malerarbeiten hier vergessen. Mit den meisten Dingen kann ich nichts anfangen, weil weil ich die Intention des Künstlers vielleicht auch nicht so ganz verstehe. Vielleicht bin ich ja auch ein Kunstbanause. Aber es gibt hier ja ein paar Experten, die vielleicht ein wenig dazu sagen können. Zum Beispiel die Frau Krell. Mein Name ist Cynthia Krell. Ich bin hier für die Kunstvermittlung zuständig und betreue noch den Bereich Publikation. Warum sind hier eigentlich so kleine Bilder? Also in den meisten Museen hat man immer große Bilder, aber die sind sehr klein. Ja, hier ist der Künstler, hat sich hier mit Einladungskarten beschäftigt. Das sind alles zum Beispiel Einladungskarten von verschiedenen Ausstellungen, die er zusammengestellt hat und die er dann vor Glas, hinter Glas eingerahmt hat, wenn man so möchte. Und der Künstler interessiert sich hier nicht unbedingt für die Größe, sondern eher für das Medium Ausstellungskarte, und es geht ihm auch um das Thema Farbe. Ah, okay. Wie heißt der Künstler? Der Künstler heißt Alois Godiner und es handelt sich um einen jungen Schweizer Künstler, der in Lausanne studiert hat und vor kurzem einen großen Preis gewonnen hat, der in der Schweiz sehr wichtig ist und jetzt dieses Jahr seinen ersten Katalog herausbringen wird. Okay. Genau. Ja, was ist das, was wir hier sehen? Erinnert ein bisschen an Graffiti, ist es aber nicht, sondern? Sondern das ist ein zerrissenes Poster, was der Künstler als eine Serie versteht. Das wird dann von dem Künstler an die Wand tapeziert. Das können wir gerne machen. Ja, ist in Ordnung. Gut. Wiederhören. Tschüss. Ja. Hallo. Mein Name ist Johannes Markowski. Markowski, hallo. Ja, ich würde gerne dem Kunstverein, Bielefelder Kunstverein, beitreten. Was gibt es da für mich zu beachten? Gar nicht viel. Sie müssten einfach nur ein Mitgliedsformular ausfüllen. Welche Vorteile habe ich als Vereinsmitglied? Also als Vereinsmitglied unterstützen Sie natürlich erstmal mit Ihrem Mitgliedsbeitrag die Arbeit des Bielefelder Kunstvereins. Eigentlich auch das Programm und die Ausstellungen, die wir sozusagen im Jahr machen. Aber Sie haben natürlich darüber hinaus noch eben freien Eintritt zu allen Veranstaltungen, auch zu den Ausstellungen. Und wir sind Mitglied im Verband Arbeitskreis Deutscher Kunstvereine. Und an diesem Verband oder in diesem Verband sind ca. 270 Kunstvereine in Deutschland organisiert. Und als Mitglied des Bielefelder Kunstvereins haben Sie insofern auch dann Eintritt in die anderen Kunstvereine, sei es in Berlin, Köln, Hamburg oder München. Bielefelder Kunstverein, Judith Michel. Ja, der ist allerdings gerade im Gespräch. Soll er dich vielleicht gleich zurückrufen? Ja, okay, richtig im Aus. Ja, ich bin Judith. Ich mache hier ein Praktikum im Bielefelder Kunstverein seit Anfang Oktober. Und jetzt gerade bin ich dabei, hier Presseanfragen zu bearbeiten. Die Ziele des Vereins sind ganz grundlegend die Förderung aktueller zeitgenössischer Kunstproduktion. Also wir fördern die Künstler, indem wir sie ausstellen. Und wir docken thematisch und inhaltlich an aktuelle Themen und zeitgenössische Themen an. Und es ist letzten Endes eine Auseinandersetzung einerseits mit der Kunst, aber auch mit der Gesellschaft und aktuellen Themen. Und die Förderung der bildenden Kunst ist letzten Endes das Grundziel des Vereins gewesen. Und dieser Grundsatz gilt auch heute noch. Wie setzt sich das aktuelle Programm für dieses Jahr zusammen?
Wir machen einerseits, wie die vorigen Jahre auch, Einzelausstellungen und Gruppenausstellungen. Die Gruppenausstellungen beschäftigen sich dieses Jahr in der kommenden, ab März stattfindenden Ausstellung mit Bielefeld auseinander. Darüber hinaus mit dem Phänomen des Microhaus, Kleinsthäuser und architektonische und künstlerische Entwürfe dazu. Seit Januar diesen Jahres veranstalten wir auch einen speziellen Schurfix, insbesondere für die Mitglieder, aber auch für potenzielle neue Mitglieder, wo wir einerseits die aktuell laufenden Ausstellungen diskutieren und auch verhandeln und andererseits aber auch Künstler hier aus Bielefeld in ihren Ateliers und Projekträumen besuchen, um einen direkten Austausch herzustellen zwischen regionaler Kunstszene und dem laufenden Programm des Bielefelder Kunstvereins. Wir tragen mit unserem Programm auch zum kulturellen Profil der Stadt Bielefeld bei und verstehen uns eigentlich auch im Austausch zwischen regionaler Kunstszene und überregionaler, internationaler Kunstszene. Welche unterschiedlichen Formate bietet das Bielefelder Kunsthaus an? Wir haben einerseits Ausstellungen das ganze Jahr über und planen und sind dabei eigentlich auch schon eine Vortragsreihe, die sich mit den Bedingungen des Vortrags auseinandersetzt, umzusetzen. Es wird ein Videokunstprojekt über die Website des Bielefelder Kunstvereins und auf einer Monitorpräsentation eben das Jahr über geben. Genauso wie weiterhin Kunstreisen, Kunstfahrten und ein Kunstvermittlungsprojekt Collaboration Situation, was wir in Zusammenarbeit mit Cynthia Krell und Bielefelder Schulen realisieren. Okay, ich fülle das hier aus, gebe das hier ab. Sie können auch sozusagen, wir haben ein Formular auf unserer Website seit kurzem, in dem Sie auch Ihre Adressangaben, Kontaktdaten eintragen können und somit Ihre Mitgliedschaft beantragen. Und wir kontaktieren Sie dann im Nachhinein und Sie werden darüber auch Mitglied. Ja, ich gebe jetzt mal hier einfach 50 Euro. Muss ja nicht sagen, dass ich Hartz-IV-Empfänger bin. Ja. So, ich freue mich, dem Verein beizutreten. Hier ja, die Mitgliedsbescheinigung. Herzlichen Dank in bar. Alles bestens ausgefüllt. Prima, dann freue ich mich, dass Sie Mitglied geworden sind. Dankeschön. Und dass Sie die zeitgenössische Kunst hier in Bielefeld unterstützen. Sehr gerne. Und Sie sind immer herzlich willkommen bei unseren Veranstaltungen. Okay. Genau, super. Super, so machen wir das. So,